Mein Name ist Philipp Champier, ich bin 25 Jahre alt und gebürtiger Wuppertaler. Ich würde mich als sehr visuell denkenden Menschen beschreiben und habe mich daher auch dafür entschieden, im Bereich des Designs, in der Fotografie zu arbeiten. Und habe mich das letzte Jahr mit der Dokumentation des Alltags im Wuppertal beschäftigt, im Projekt Wie wir schweben. Es ist eine Momentaufnahme der Stadt, eine Zeitaufnahme, ein Zeitdokument, das die heutige Zeit widerspiegelt und das Leben in dieser Stadt zeigt und gleichzeitig viele Fragen stellt, beantwortet, neue Fragen aufwirft und vielleicht auch meinen persönlichen Bezug und Charakter dadurch reflektiert. Mir war es immer wichtig, dass ich beim Fotografieren mich sehr stark auf die Leute einlasse und halt situativ handle und nicht zu viel plane. Und ich glaube, deshalb hatte ich auch nicht zu viel Erwartungen. Ich hatte ein sehr, sehr grobes Bild von dieser Strecke und habe dem Prozess vertraut. Generell kann ich kein Lieblingsbild definieren. Ich habe aber Phasen, in denen ich Bilder persönlich berührender finde als andere. Aktuell ist es ein einfaches Bild vom kahlen Wupperufer in Sonnborn in der Kurve. Es sieht irgendwie so moorig aus, so nebelig und auch so urig. Als wäre das Foto entstanden, bevor die Schwebebahn erbaut worden ist, bevor Wuppertal besiedelt worden ist. Und irgendwie hat das einen ganz schönen Bezug zur Herkunft. Ich glaube, es war Elliot Erwitt, der mal gesagt hat, dass es Bilder gibt, die einem Hallo zurufen. Und dann gibt es Bilder, denen man zuhören muss. Und ich bin immer darauf bedacht, Bilder zu machen, denen man eher zuhören muss. Nach und nach ging es immer mehr in persönliche Interessen auch über. Wie sehe ich das Wuppertal? Was beeinflusst mich hier? Ich kann kein Dokument schaffen für alle. Es ist eine subjektive Ansicht. Daher war es mir auch wichtig, dass ich halt meine Perspektive zeige. Wuppertal ist für mich Geburtsort, Heimat, Lebensraum, Baukasten, Wurzeln.